Marvin, 19 Jahre, ist ein Rekordpraktikant. Das Nordlicht reist kreuz und quer durch die Republik und absolviert ein handwerkliches Praktikum nach dem anderen. Vor wenigen Tagen im Kfz-Betrieb Wrigge in Bad Breisig. Neben Schlagschrauber und Reifenwechsel erklärt Marvin, was genau man machen muss, um sich Rekordpraktikant nennen zu dürfen. Erstmal gibt es davon nur zwei. Und einer davon bin ich und ich muss durch Deutschland fahren mit meiner Partnerin. Und dann machen wir 44 verschiedene Praktika in 44 verschiedenen handwerklichen Betrieben und Berufen. Und dabei filmen wir uns, machen Fotos und teilen unsere Erfahrungen und Erlebnisse im Internet, auf Social Media Seiten, auf Facebook und auf Instagram, um anderen Jugendlichen zu zeigen, was für eine Vielfalt es im Handwerk gibt. Das Testprogramm in 44 unterschiedlichen Handwerksberufen bietet natürlich tiefe Einblicke. Auch auf die Frage, ob es Favoriten gibt. Ja, na klar, also man merkt schon, was für einen ist und was auch nicht. Und da gibt es natürlich Sachen. Wie zum Beispiel jetzt hier beim Kfz-Mechatroniker, das gefällt mir sehr gut. Also es ist mit einer der Favoriten. Doch bei aller Liebe für Automobile und deren Technik redet der 19-Jährige auch offen über seine handwerklichen Schwachstellen. Etwas schwerer sind so die ganz feinmotorischen Berufe für mich, wo man dann auf Millimeter oder sogar Hundertstel genau arbeiten muss. Und so die ruhige Hände und Geduld habe ich dann nicht, dass ich da den ganzen Tag irgendwo an feinen kleinen Sachen rumschrauben kann. Das Feedback, das die Rekordpraktikanten Marvin und Charlie über Facebook, Instagram, Twitter und YouTube erhalten, ist durchaus positiv. Und Tausende fiebern in den sozialen Netzwerken mit. Also im Grunde kriegen wir nur positive Kommentare. Ganz viele Nachrichten von Betrieben, ob wir noch zu denen kommen können und da unser Praktikum machen können. Leider ist ja schon alles ausgeplant, ausgebucht. Ständig neue Praktikumsbetriebe bedeutet auch, laufend neue Menschen und Kollegen an seiner Seite zu haben. Welche Erfahrungen hat er bislang gemacht mit den Handwerkern? Die Handwerker sind alle super cool, fast alle. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen, mit dem man sich nicht so gut versteht, aber da gab es jetzt in 30 Betrieben, in denen wir jetzt waren, einen einzigen. Und sonst sind die Handwerker alle super coole Typen, super gut drauf. Ja, alle super nett. Und man ist direkt persönlich so, man versteht sich schnell. Bleibt schließlich die alles entscheidende Frage, kann sich Marvin vorstellen, nach Ende seiner Karriere als Rekordpraktikant eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen? Auf jeden Fall. Also deswegen mache ich das Ganze, ja, weil ich habe Abi gemacht und danach wusste ich nicht genau, was ich später mal machen möchte. Und da kam mir die Option ganz gut, eben mal in 44 Berufe reinzugucken. Ich meine, wer kriegt denn so eine Möglichkeit, sich 44 Berufe mal anzugucken? Und wenn was dabei ist, dann natürlich. Unterstützung auf dem Weg ins Handwerk leisten die Ausbildungsberater der Handwerkskammern. Eine von ihnen bei der HWK Koblenz ist Claudia Wildermann, regional zuständig für den Bereich Ahrweiler und in ganz unterschiedlichen Bereichen gefragt. Der Alltag der Ausbildungsberatung ist sehr vielseitig, das heißt, ich bin viel in den Betrieben unterwegs, um zu hören, wer sucht Auszubildende und was stellen sich die Betriebe vor. Dann natürlich in den Schulen zu Beratungsgesprächen, Elternabende, Infoveranstaltungen, um halt eben für Ausbildung im Handwerk zu werben und auch Bewerber direkt kennenzulernen. Gute Kontakte in die Agentur für Arbeit, die uns direkt Bewerber schicken, die man dann versucht halt eben in den Betrieben unterzubringen. Und da ich ja hier in Ahrweiler in der A-Akademie beheimatet bin, kommen halt eben auch viele durch die Bewerbung der Sprechtage in den lokalen Blättchen, die sich dann zu Besprechungsterminen, Beratungsterminen anmelden und wo man dann halt eben schaut, in welche Richtung könnte es gehen. Die Arbeitsschwerpunkte der Berater haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten markant verschoben. Orientieren sich aber immer an Angebot und Nachfrage und den Interessen der Betriebe wie auch der Jugendlichen. Als ich bei der Handwerkskammer angefangen habe, da ging es darum, Lehrstellen zu gewinnen. Jetzt geht es tatsächlich darum, die Bewerber zu finden. Das Handwerk steht wie andere Ausbildungsberufe auch in Konkurrenz zu den schulischen Ausbildungen. Das heißt, wir müssen uns schon sehr bemühen darum, die Jugendlichen auch für Ausbildung im Handwerk zu interessieren. Und zu gewinnen, dann kommt es darauf an, in welchen Gewerken. Es gibt Gewerke, die eher im Fokus der Jugendlichen stehen, als solche, die eben nicht im Fokus stehen. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch darüber zu informieren, über Ausbildungsberufe, die jetzt nicht so bekannt sind.
Und dann auch zu schauen, dass die Jugendlichen über Praktika, ruhig auch unterschiedliche Bereiche, wenn sie eben nicht genau wissen, was sie gerne machen möchten, ausprobieren, was zu ihnen passen könnte, um dann halt eben auch den richtigen Betrieb zu finden. Das Kfz-Handwerk steht dabei noch recht gut da, denn... Da haben wir Glück. In unserem Beruf ist ja Kfz-Gewerbe ist ja immer noch ein Traumberuf für viele und deswegen haben wir viel Zulauf. Der Ausbildung schickt man auch hier ein Praktikum voraus. Praktikanten sind also gern gesehen. Also Praktikas stehen mir sowieso positiv gegenüber, weil dann weiß man auch, was man nicht werden möchte und was man werden möchte. Ne? Und meist ergibt sich dann da auch ein Lehrling daraus, ne? Dass eine Lehrstelle dann genommen wird, wenn man Praktikum gemacht hat. Und auch Rekordpraktikant Marvin erhält vom Chef Bestnoten. Hat sich gut gemacht, ist durch viele abwechslungsreiche Berufe gegangen und hat sich hier eigentlich in den letzten Tagen gut gemacht. Und wenn man sich schon gegenseitig schätzt, darf eine Fahrt im automobilen Schätzchen des Chefs nicht fehlen. Frigge ist stolzer Besitzer eines Rover Oldtimers, von dem es weltweit nur noch 3 gibt. Den rollenden Rentner und Marvin trennen zwar 60 Jahre, doch in einem Punkt hat Marvin die Nase vorn. Rekordpraktikanten sind seltener als dieser Rennwagen, denn von denen gibt es nur 2, die nun ihr restliches Tourneeprogramm durch 14 Handwerksbetriebe fortsetzen und über ihre Erlebnisse ständig online informieren.